Was geht ab, Leute, und herzlichst willkommen zurück bei einer weiteren Folge von The Elder Scrolls V Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir ein wenig in unserem Haus rumgebastelt. In der heutigen Folge werden wir es wahrscheinlich auch fertig machen können. Wartet! Ich kenne euch. Nein, du kennst mich nicht. Wir sind Ende der letzten Folge noch ein bisschen Eisen gefarmt und heute machen wir das schnell noch weiter. Also, theoretisch. Also ist gut, dass schon mal eine Eisenmine ist, aber... Gibt es viel Ernst. Oh, Alter. Ich höre euch. Ihr braucht etwas? Menschen, wirklich. So ein Rotz. Geh doch einfach weg. Geh weg. Alter, ich töte dich gleich, wenn du nicht weggehst. Hier drin merkt das eh keiner mehr. Ja, ich brauche etwas, dass du dich verpieselst, du alter Sack. Junge, zieh dich, Alter. Ich will das Eisenerz haben. Jetzt geh weg. Schlechter Tod jetzt liegen lassen, das ist doof. Mann! Du Arschmann, geh weg. Geh woanders hin. Oh, Alter, dann geh mir nicht auf den Sack. Ja, weil ich an das Eisen ran muss. Wenn ich an das Eisen rankomme, geht's mir wieder besser. Blöder Penner. Ja, dann gehe ich halt auf dem Rückweg, gehe ich dann mal schnell vorbei. Dann darf ich das wirklich nur nicht vergessen. Weil das bisschen Eisen kommt uns noch ganz gut. So. Oh, geil, ein Diamant. Oh, nicht schlecht. Ich überlege dann nur. Wir müssen noch. Es ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit in die kleinen Dinge fließt, nicht? Wir müssen noch die Bücher wegbringen. Zu der Akademie. Das kann ich jetzt gleich ich machen, weil dann zum Grafen. Ist es fertig. Es gibt sonst nicht viel zu bereden. Wir müssen noch... Guten Tag. Ich muss mir mal irgendwann eine Liste machen. An Sachen, die wir noch unbedingt erledigen müssen. Die, weil ich will noch ein bisschen was machen, bevor ich mit der Hauptstory weitermache. Besonders, was ich mir auch überlegt habe, ist, dass ich die Hauptstory wirklich zum allerletzten... Also wirklich die Hauptstory fertig und das ist dann das Finale. Alter, jetzt sind hier noch mehr Leute... Du Penner! Jetzt bist du... Alter, geh mir nicht auf. Alter, gut, dann hole ich mir jetzt erstmal die vordere. Nee, die war hier. Jetzt ist der Sack nämlich nicht mehr da. Dann... hin, warte, sind sie weg, hole ich mir das Zeug und ich bin nach Hause, Alter. Mei. Eieieiei. So. Nein, ich bin fertig. Du bist auch fertig, dann lass mich ran. Ich bin nur Dankeschön. Ein einfacher Bergmann. Ja. Du bist einfach nur im Weg. Ich glaube, das trifft es etwas eher. Ich warte jetzt einfach eine Stunde. Dann ist er nämlich auch fertig, dann kann ich hier weitermachen. Dankeschön. Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Ja, alles prima, prima Dima. Prima Noctem. Ich bin einer der Bergmänner. Hier unten gibt es viel Erz zu schauen. Ob das stimmt, deswegen nehme ich euch das einfach weg. So, ich glaube, das haben wir so. Und mal, wie viel haben wir denn jetzt? Eisen. 38 Eisenerz und. Ja, 38 Eisenerz. Gut. Das wird hauptsächlich für Nägel. Ich glaube, Nägel und vielleicht Eisenbeschläge draufgehen.
Ich nehme noch eine Mine mit. Eine Mine nehme ich noch mit. Muss ich nur eine gute finden. Die nehme ich noch mit und dann gehen wir wieder zurück. Wenn ich jetzt keine finde, dann gehen wir auch so wieder zurück. Die Gallenschluchtmine, da war ich nämlich auch noch nicht. Ich muss jetzt gucken, was die für ein Erz hat. Das sind aber Orks, das heißt, es kann dieses Ork-Erz sein. Hallöchen! Aber es ist, glaube ich, nur ein Ork-Räuber. Also. Alter! Alter, die hat den bis Oblivion weggeballert. Gut, auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist Oralchium oder wie auch immer das heißt. Ich glaube, Oralchium ist das Ork-Erz. Ja, das sieht alles ziemlich orkisch aus. Orki, alles ziemlich orki. Ja. Gegen mich zu kämpfen. Ja. Alle Orks hier. Aber der hat einen Stahlzweifel da. Also der muss Eisen ja haben. Wobei es ein Räuber, da hat sich das irgendwo gemobst wahrscheinlich. Stahlschwert, Stahlschwert, orkischer Helm, ja. Ja, der wird. Ja, Oralchium-Erz. Das wird wahrscheinlich auch eine Oralchium-Mine sein. Ich gehe mal rein, ich guck mal nach, aber ich glaube nicht, dass es Eisen ist. Nee. Nee. Ist Oralchium. Aber eine schöne Truhe haben wir. Die gefällt mir, die nehme ich mal mit. Ne? Danke. Oh, das ging aber schnell. Gold, Granatstein. Oh. Nicht viel. Banditenanführer. Oh, Junge, komm mal her. Ja, man hat Geld. Nee, hat man 100% hat Geld an ihn geschmissen. Alter. Junge. Alter. Voll drüber gemäht. Die Herausforderung des Waffenschmieds. Ah, geil. Guck mal, Schmiedekunst verbessert. Nice. Ja, das ist alles Oralchium. Orichalcum. Okay. Ja, gut. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Zurück zum Stück. Zurück in einem Stück. Und ich glaube, ich brauche noch Ziegenhörner. Und Glas. Das muss ich, glaube ich, aber alles kaufen. Wir gehen jetzt erstmal hin und gucken, was wir brauchen. Wir machen das erstmal Raum für Raum. Also erstmal schmelze ich meine Barren. Dann gucken wir Raum für Raum, was wir brauchen. Alter! Ich zünd irgendwann diesen Kackdrachen an. Ey, Junge! Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr... Ich verstehe, was du meinst. Alles gut. Alter. So. Gut. Immer erstmal Innenarchitekt. Immer erstmal Innenarchitekt. Und zwar machen wir hier vorne erstmal schön Behältnisse. Was brauche ich? Nägel, Nägel, Nägel. Was brauche ich hier? Nägel, noch mehr Nägel. Dafür brauche ich auch Nägel. Hier brauche ich, guck mal, Glas und Scharnier. Außenbereich, Ziegenhorn. Das kann ich machen. Ziegenhorn. Also Eisenbeschläge und... Eisenbeschläge. Nägel und Ziegenhorn. Ihr habt eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Was rennst du Serana hinterher? Das hätten wir geschafft. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Collection Schnürschuh. Nägel. Wir haben ja eh im Moment genug Barren, dann machen wir einfach mal einen Batzen Nägel. Dann kann ich jetzt, glaube ich, erstmal grob alles fertig machen.
Nein, doch, ich will den bauen. Dafür brauchen wir Glas und Scharnier. Dafür brauchen wir Ziegenhörner. Also wir brauchen noch zwei Ziegenhörner, ein Glas und ein Scharnier. Aber sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Sogar mit Buch. Ups. Also ein Glas, ein Scharnier, das mache ich schnell. Ein Glas und zwei Ziegenhörner. Ich guck mal. Ach, Alter. Feinde, Feinde, Feinde. Mann. Hier sind keine Feinde. Digga, ich schieß den Drachen immer so von der Luft, Alter. Außer Luft, nicht von der Luft. Ja, entweder du kommst her, ich natz dich, oder du verpisst dich, Kollege. Ganz einfach. Entscheid dich, du Affe. Da willst du aufs Maul? Du ziehst die Folge unglaublich in die Länge, du Kack-Riesenechse mit Flügeln. Nee, nicht einmal. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Was? Ach, Banditen! Ach so! Haha, wie lustig! Was ich machen will? Mein Schwert durch dich durch. Alter! Okay, das wird... Das wird... Ekelhaft. Das wird ekelhaft. Verdammt! Wie bist du wieder an eine Ehemannsrüstung rangekommen, Kollege? Trotzdem kein Problem. Ihr seid eine Schande für... Oh. So. Darf ich jetzt? Alter, ich krieg gleich echt einen Affen, Junge. Das kann nicht wahr sein. Ich will doch einfach nur reisen. Dankeschön. Und zwar ins Hendraheim. Da ist bestimmt gleich wieder ein Drache. Jetzt brauche ich ein zwei Ziegenhörner und ein bisschen Glas. Das werde ich ja wohl haben. Meine Fresse, Alter. Ich krieg echt immer einen Affen zu der Ziege und der Ratte. So. Wenn, dann müsste es hier sein. Ich brauche Glas. Ich habe auch noch ein bisschen was dafür. Das kann ich mal gleich da reinmachen, dann habe ich wieder Platz. Die Sachen. Das da, das da. Das kann auch rein. Ich kann da rein. Das ist ein scheiß Ding. Habe ich noch was da rein kann? Stroh behalte ich mal. Okay. Zwergendrohnenfliege. Genau. So, Schatulle. Ich brauche... Guck mal, da habe ich Glas. Nein! Alter, ich... Oh, Junge, ich das hasse, Alter. Okay. Also einmal wieder alles rein. Die drei Eimer, das da. Die Baller ist da komplett rein, genauso wie das da. Das. 6 Herzsteine, Holzkohle, Teller, Orkerzähne. Ziegen, Dinge habe ich glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht. Haha. Sehe ich ja gleich, wenn ich unten bin. Das kann da rein. Krug. Wein, Bitterkelch, Leinentuch, die marklosen Sachen kommen draußen rein. Das kann da komplett rein. Das da kann da komplett rein. Snetchleder. Da was Kleinod, Papierrolle. Schale, Schaufel, Schreibfeder. Die Fragmente können da auch rein, die brauche ich nicht im Inventar. Die bleiben. Das nehme ich mal mit.
die weg. Nee, okay, ich habe keine Dingsies. Gut, immer ein bisschen Glashammer. Ich glaube, Ziegenhörner kriege ich in Flusswald. Darf ich schnell? Natürlich. Fick dich doch, du blödes Vieh, Alter. Ach, komm her, komm her. Wir haben nochmal mit dem Fähig, Alter. Level ich mein Einhorn nicht halt aus. Kann ich mich nicht beschweren drüber. Sieht zwar nur dumm in die Folge, die länger geht. Dämlich. Und da sind die auch noch so derbe stark und sterben nicht mal nach dem ersten Mal. Meckern, meckern, meckern. Was haben wir denn? Auch keine Falmer-Fight. Kannst du dir sonst wohin stecken? Dann ist er wahrscheinlich wieder irgendwo so. Hey, Junge. Ewige Heilung. Komm jetzt her. Okay. Ich habe für dich keinen Namen, Zwergenpferd. Ey, komm her! Ist mir aber gerade auch egal, dann hau ich mich einfach so mit dir ab. Ich habe keinen Bock, gegen den Drachen jetzt zu kämpfen, Alter. Das muss nicht sein. Renn es hier ins nächste Dorf oder so, also streif den einfach ab. Ja, guck mal, da sind auch Leute. Oh, es hat. Ich glaube, es hat funktioniert. Kann ich? Kann ich? Nein! Wieso kann ich gerade nicht schnell reisen? Achso. Ja, yeah, perfekt. Okay. Flusswald. Flusswald, Flusswald, Flusswald. Ich glaube, der Typ verkauft Ziegenhörner. Euch. Naja, mehr als zwei Stück, aber ich. Ja, komm, dann nehme ich alles gleich mit. Dann mache ich den gleich komplett leer, den Typen. 8 Stunden. Da. Handelskontor. Vielen. Oh, etwas hiervon, komm. Etwas davon. Ja, ja, ja. Ich nehme auf jeden Fall dein Eisenerz mit, danke dir. Das Glas nehme ich auch komplett mit. Acht Ziegenhörner und 14 Stroh. Danke dir. Zum nächsten Mal. Jo, hau rein. Das dürfte erst einmal reichen. So, ich glaube, da sind wir erstmal. Erstmal mit dem hier zumindest fertig. Zack. Jetzt fehlt ein Eisenbeschlag. Okay. Keine Ahnung, kann ich nicht wechseln. Dann machen wir schnell noch einen Eisenbeschlag. Zack. So, dann müsste das doch endlich gehen. Ja, hä? Ach, du bist doch blöd, Alter, wirklich. Nein, ich brauche nichts. Ja, ich brauche dich aus dem Weg zu gehen. Ich brauche, dass du aus dem Weg... Ne, keine Ahnung. Eisenbeschläge, Dankeschön. Wieder rein. Wieder rum. Wieder dran. Fertig. Wundervoll. Perfekt. Gut. Haben noch Zeit? Was können wir hier machen? Eisenbeschläge. Eisenbeschläge. Eisenbeschläge, Scharnier und Schloss. Okay, was wird da? Scharnier. Okay.
Da fehlt ein Quecksilberbarren. Da fehlt Stuff. Bruchstein, Eisenbeschläge. Okay. Aber es sieht auch schon nicht schlecht aus. Also, ich brauche noch Bruchstein. Ich brauche Eisenbeschläge. Seelenstein, Quecksilberbarren und noch irgendwas anderes. Ah ja, und Scharniere und Dingsies und Schlösser. Also ich glaube zwei Schlösser, dann mache ich noch ein paar Scharniere und ein paar Eisenbeschläge. So, ich glaube, dann dürfte ich jetzt eigentlich den guten Rest herstellen können und dann kommen noch die anderen kleineren Sachen. Nein, es fehlt ein Scharnier. Okay, warte. Scharnier. So. So, Feuerstelle. Gut. Nochmal zwei Eisenbeschläge und dann. Warte mal, jetzt bin ich gerade da, dann gehe ich kurz gucken, dann hole ich das schnell. Ein Quecksilberbarren und veredelter Mondstein. Also Quecksilber, Mondstein und ein Seelenstein. Quecksilber, Mondstein und ein Seelenstein. Ich glaube gerade, dass da fünf Fläuchen sehen. Keine Ahnung. Hol ich noch schnell Mondstein, Quecksilber. Wer ist da? Ist mir egal, wer da ist. Könnt ihr euch schön drum kümmern. Einen Seelenstein kriege ich hier. Den Rest muss ich draußen holen. Ich brauche einen mächtigen Seelenstein. Nur einen. Und dann nehme ich noch einen mit mächtiger Seele gefüllt, falls sie das braucht. So. Speichern. Einmal Mondstein, einmal Quecksilber. Ja, natürlich, der Drache wieder hier. Ist klar, ne? Die Hauptfigur des Ganzen. Kackhaufen, ich meine. So, ich brauch. Der ist doch gerade nicht da, Mann. Ja, entweder du kommst jetzt her und ich klatsch dir oder du gehst weg. Oh, es funktioniert. Super. Sehr wahr. So. Ich glaube, die Musik hat sich verbuggt. So. Alchemielabor, Arcana-Zauberer, großer Leuchter. So. Pferd und großes Geweih, Horkerzahn, Schlachterfischschuppen, Ziegenfell. Okay. Aber das sieht auch schon mega geil aus. Außerdem gibt es jetzt schon Heiltrank. So, was kann ich denn hier machen? Fehlt Eisenbeschläge und Schloss.
Eisenbeschläge, Eisenbeschläge. Hauptsächlich Eisenbeschläge, ein Schloss und ein Scharnier. Da fehlt mir noch ein Korundumbarren. Und den habe ich nicht. Das ist doof. Okay, also. Noch einmal zurück. Korundumbarren holen. Wieder zurück. Den Rest fertig machen. So, warte, wenn ich gleich hier bin, kann ich auch die anderen Bums mitnehmen. Da werde ich bestimmt irgendwas von haben. Ich habe keinen Barren. Da vorne. Habe ich nicht. Habe ich hier ein bisschen Fell drin? Fell, Fell, Fell. Talrehfell. Ziegenfell. Noch mehr Fell. Fuchspelz. Hab ich glaube ich nicht. Nö. Dann da. Einmal. Ach, Alter. Junge. Der kämpft nicht. Oh Junge, dann komm einfach her, Alter. Oh Gott, verdammt. Weil ich noch 1000 Jahre lang die Scheißfolge in die Länge zieht, Mann. Sorry. Aber das... Nee. Weil die Folge 3 Stunden lang geht, nur weil ich mit einem blöden Drachen kämpfen muss. Korundumbarren. Eisenerz. Dankeschön. So. Haus Seeblick. Seeblick. Dann brauche ich noch Eisenbeschläge. Eisenbeschläge. Und ein Schloss und fuck. Ah, ich habe wieder kein Eisen mehr. Nein, bitte sag, es hat noch gereicht, Alter. Sonst kriege ich echt noch einen kurzen, Alter. Kriege ich echt noch einen Kurzschluss. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na, fucking türlich nicht. Ja, ist klar, Alter. Mist. Na gut, okay. Nun, also, wie mache ich das? Ich brauche mehr Eisen. Und ich will mir das nicht unbedingt kaufen. Gibt's hier keine Minen, Alter? Mich verarschen. Da ist noch eine. Die vergessene Mine. Ist noch eine. Dunkelwasserkreuzung. Okay. Ich guck mal kurz, was die hat. Dann gucke ich, was die vergessene hat. Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. Ich schleiche nicht. Oh, Korundum, das ist gut. Vor allem, ich schleiche nicht. Was macht er im gleichen... Bless you. Im gleichen nächsten Moment schleicht er sich erstmal rum. Ah, Leute, wer sieht mich denn? Ach, geht doch bitte einfach alle weg. Und Meierin glaubt, dass wir dorthin gehen sollten. Ich möchte kein Wort mehr darüber. Was? Begleiterbefehle. Einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe bis wenn ein Befehl erscheint, drücke dann E, um einen Befehl zu erteilen. Um den Befehlsmodus zu verlassen. Du bist im Befehlsmodus, um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen. Und einen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Escape. Was nun? Ich wollte eigentlich nur den Barren. Mama, er ist ein recht guter Bauer. Bitte ihn, euch die Landwirtschaft zu lehren. Hey, ihr mischt doch Getränke zusammen, oder? Alter! Du blöder! Jetzt, Mann! Geh doch weg! Lass mich! Alter! Dankeschön. Ich wollte einfach nur kurz. Okay, ich glaube, das ist eine Korundum-Erzmine. Goldfelsmine. Okay. Wird da wahrscheinlich Gold drin sein.
Ne, Korundum-Erz. Gut, das ist auch nicht schlecht. Aber es bringt mich im Moment wirklich nicht weiter. Aber ich lasse es mal, dass wir es haben. Ich guck mal noch schnell die vergessene Mine. Die da, wo das Einhorn war. Vielleicht haben wir da ja noch was Schickes. War das Gold oder Eisen? Ich weiß es nicht mehr. Wenn es überhaupt irgendwas war. Sieht nach Eisen aus. Tagebuch des Bergmann? Okay, gibt aber keine Quest. Was ist das denn hier? Hä? Ist der ein Scheißhaus oder was? Hier sieht es aber nicht sehr wirklich danach aus, als würde es hier irgendwelche Erze noch geben. Nee. Da ist nichts. Dahinter oben ist auch nichts. Nö. Na gut. Okay. Dann war es das trotzdem für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch jedes Mal herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Tschö mit ö. Stay fresh.